Ja, moin moin an alle. Schön, dass du da draußen wieder mit dabei bist bei einer weiteren Folge Foundry. Wir produzieren jetzt hier geil fortgeschrittene Maschinenteile. Mal hier eben noch so ein bisschen was abgezwackt von dem Xenopherit. Theoretisch dürfte immer noch genug sein. Also selbst wenn ich da jetzt noch mal was bräuchte. Keine Power. Keine Power. Keine Power. Das Ganze. Okay. Also ich bin am Überlegen. Ionische Komponente. So, wir probieren jetzt das mal aus. Also ich meine, es sieht ja theoretisch so aus, als sollten wir genug Xenopherit produzieren. Von daher probiere ich mal zwei von den Dingern. Ach, einen hatte ich schon. Die einen hatte ich offensichtlich schon. Und dann würde ich nämlich jeden... So. Da. Mal gucken. Also unter Umständen produzieren wir ja genug Xenopherit, damit sich der Spaß auflädt. So, jetzt müssen wir erstmal gucken. Grit. Also ich würde sagen, wir stellen uns mal einen hier hin. Da passt nur einer ran. Und dann können wir von hier ja, klar. So, gucken wir mal. Ich habe eigentlich das müsste doch. So, jetzt produzieren beide, ja. Natürlich gut, dass ich das Display da eingestellt habe. Also ich hoffe, dass wir immer noch genug produzieren. Scheinbar produzieren wir genug. Aber 7,5 Megawatt ist natürlich heftig. Denn eigentlich habe ich jetzt zwischen der letzten und dieser Folge meine Solarpaneele da oben ein bisschen aufgefrischt. Ja, das funktioniert. Augenscheinlich benutzen wir auch nicht so viel Xenopherit, als dass jetzt unsere fortgeschrittene Maschinenbauteil-Dings-Produktionskette. So, Netzstatistik. Also, die beiden produzieren 15 Megawatt und werden gerade... Boah, die Batterien werden mit 20... Hä? Ach so, 20 Megawatt aufgeladen. Wir produzieren also insgesamt 26 Megawatt. Ich wünschte, ich könnte irgendwie zusammen sehen. Hier, guck mal, da. Montierer, Zerkleinerer, Drohnen. So, die verbrauchen 3,8 Megawatt.
Okay, also ich behaupte, ich meine, denn ich habe, wie ihr seht, habe ich hier richtig nochmal, also ich habe quasi nochmal so viele raufgestellt. Aber ich muss ganz ehrlich sein, Solar braucht schon eine ganze Menge. Ich meine, ein so ein Ding produziert in der Höchstleistung 300 Kilowatt. Und das andere, ein so ein Kraftwerk da unten produziert 7,5 Megawatt. Ja, also können wir uns an einer Hand abzählen, wie viele Solarpaneele wir brauchen, um auf diesen Spaß zu kommen. Von daher sind zwei so eine Teile übelst mächtig. Ich meine, okay, Solar hin oder her. Hier stockt es immer noch. Das ist gut. Das bedeutet, dass wir noch genug Vorrat haben. Ich habe auch noch nicht gesehen, also jetzt produziert da unten ja wieder der Dings hier, der Bergbau. Also geil finde ich ja, also ja, ich wünschte, das hätte man irgendwie ein bisschen besser erklärt. Denn offensichtlich hätte ich gar nicht diesen Riesenbereich hier freibuddeln müssen. Es hätte offensichtlich gereicht, wenn ich das Teil einfach nur aufgestellt hätte. Ein Haufen... Okay, also der produziert immer noch mehr als abgerufen werden kann oben. Wow. Okay, das ist natürlich sehr nice. Ich brauche auf jeden Fall mehr von diesen Dingern. Nein! Shit, das wollte ich eigentlich gar nicht. Augenscheinlich produziert er mehr, als wir abrufen können oben. Was mich natürlich zur Frage bringt, ob wir einen zweiten Bohrer bräuchten wir eigentlich gar nicht. Denn der lohnt sich gar nicht. So, man braucht 1, 2, 3, 4 mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also 4 mal 7 und dann würde der sich quasi von alleine fortpflanzen. Ich meine, man sieht ja hier schon, der bohrt sich ja ordentlich da rein. Ich bin jetzt auch am Überlegen, wenn wir hier mal irgendwann fertig sind, ne? Also, wir haben ja festgestellt, ich meine, das wird noch ewig dauern, aber bis er dann irgendwann mal hier hinten ist, und selbst hier hinten geht es ja offensichtlich noch weiter. Also, wir können hier ewig abbauen. Der große Punkt ist, könnte ich nicht irgendwann auch hier unten mal eine Fabrik in die Berge setzen? Das fände ich irgendwie richtig geil. So, wir bewegen uns wieder nach oben. Könnte noch mehr Zertrümmerer. Stahlträger, ich hab Heidewitzka. Das ist also eigentlich... Ich meine, vielleicht sind meine Berechnungen auch falsch, ne? Aber eigentlich ist da noch genug Luft. Wir könnten noch einen. Naja, wird ein bisschen Platz knapp. Okay, ich könnte die vielleicht noch zusammenstellen. Ich habe sogar schon einen größeren Montierer hier hingestellt, der quasi 30 Stahl nimmt. Aber klar, wir brauchen auch am Ende nur 20 Stahl, um diese fortgeschrittenen Teile zu produzieren. Also wir könnten mit dem Stahl noch was anderes machen. Ich weiß nur ehrlich gesagt nicht, was. Was man noch machen könnte. Vielleicht ist ja dann die nächste Forschungsstufe. Wir gucken nämlich, dass wir jetzt mal das Forschungslabor Stufe 2. Forschungs 3 sogar. 3. 3.
bauen, damit wir gucken können, ob wir dafür dann vielleicht die Stahlträger brauchen. Denn ich könnte mir gut vorstellen, dass das alles Dreier braucht. Hier könnte ich eigentlich sogar die Montiere austauschen, ne? Eigentlich könnte ich alle Montierer mal austauschen. Ich meine nicht, dass wir jetzt wirklich die Produktion erhöhen müssen. Scheinbar haben wir sowieso im Moment eine fette, fette Überproduktion. Aber okay, lieber ich produziere zu viel als zu wenig. Jetzt werden wir hier erstmal noch ein bisschen die Baufläche ausweiten. Denn wenn nachher das dritte Labor dazu kommt, dann wird es nötig. Dann wird es verdammt nötig, dass wir hier noch mehr Platz haben. Sieht aber schon witzig aus. Noch scheint es auch zu gehen, was die Menge der Ressourcen anbelangt. So. Wir holen uns noch ein paar Fundamente. Da sind noch genug für die Forschungsapparatus. Also wenn das jetzt nicht genug Platz ist, ne, dann fresse ich langsam einen Besen. Sehr schön, jetzt müssen natürlich auch die Fundamente wieder nachlaufen, aber da produzieren wir ja eigentlich mehr als genug. Man könnte natürlich überlegen, ob man diese ganzen Geräte, die hier gebraucht werden, auch mal automatisiert. Aber derzeitig sehe ich da noch nicht den großen Bedarf drin. Denn ich brauche ja immer nur mal einen oder zwei Montierer, ne? Oder ein oder zwei Schmelzöfen. Das sind alles noch nicht die unverschämten Massen, die ich brauche. Alles stockt. Das, also eigentlich finde ich es ganz geil. Guck mal, der produziert keinen Strom, weil die Batterien voll sind oder was? Alter. Okay, wir könnten vielleicht noch ein paar Batterien hier hinsetzen. Vielleicht erweitern wir das Batteriedepot noch mal eine Runde. Denn je größer die Anlage, desto höher die Chance. Obwohl ich ja, obwohl wenn die Dinger Tag und Nacht laufen, die sind ja gar nicht wetterabhängig. Also tageszeitabhängig. Das macht ja gar keinen Sinn. Da produziert auch alles. Da stockt es. Das habe ich sogar ein bisschen überdimensioniert augenscheinlich. Uff. Ja, eigentlich können wir jetzt nur noch warten, bis Forschungslaborstufe 3 fertig ist und dann mal gucken, was wir dafür brauchen. Denn am Ende machen wir mit den Stahlträgern natürlich gerade nicht so viel, aber vielleicht lagere ich auch mal eine Runde Stahlträger, dass ich die ganzen Geräte bauen kann. Das würde vielleicht Sinn machen. Was brauche ich denn für so ein, guck mal, hier so ein riesiger Logistikcontainer, Stahlträger, Maschinenteile und Platten. Also da können wir uns dann ja hier die Maschinenteile mal nehmen. Dann können wir die ganzen, eigentlich könnten wir die ganzen Lager mal ersetzen. Außer die hier. Die sind leider ein bisschen zu sehr verbaut.
Was brauchten wir noch? Platten. Auch die Platten laufen wieder voll. Obwohl ich von den Komponenten nachher eigentlich gar nicht mehr so viele brauche. So, aber jetzt bin ich natürlich neugierig. Das riesige Lager ist okay. Was geht? Ah ja, dann können wir zumindest, dann produzieren wir hier nicht, können wir zumindest mal die speichern. Wow. Okay, das ist Platz, würde ich sagen. Das ist Platz. Vielleicht brauchen wir die Stahlträger ja später auch noch für was anderes. Ist ja meistens so, dass man das irgendwie noch für was anderes braucht. Ob ich noch mehr Stahl produziere. Also ich meine, es wäre jetzt kein Problem. Hier stockt es ja. Ich könnte das ja auch austauschen später mal. Es macht im Moment alles keinen Sinn, das noch mehr abzugraden, denn wir produzieren ja schon so viel Stahl. Müssen wahrscheinlich erstmal die leer laufen. Ja, das läuft leer. Dann haben wir zumindest auch immer genug Stahl, um die ganzen anderen Sachen hier zu bauen. Man könnte alles austauschen gegen die größeren Montierer, während die Forschung läuft. Die Frage ist, ob man nachher irgendwann die Schmelzöfen... Ich kriege eindeutig zu viel von diesen... Könnte, also rechnerisch geht das gar nicht. Wenn die produzieren 40, also 80 die Minute und ich brauche 60. Naja, okay, ich habe... rufe 60 ab und ich produziere 80. Aber wenn ich jetzt noch einen ransetze, dann hat der eigentlich nur noch halb so viel zu tun. Von daher lieber lasse ich das so. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist ja, ob ich nicht vielleicht lieber ein Lager dazwischen schalten sollte. Dass die Generatoren immer Futter kriegen. Theoretisch könnte ich da auch noch einen rauslaufen lassen. Ob man nicht irgendwie lieber ein Lager dazwischen schaltet, dass die Generatoren eben immer schön was aus diesem Lager kriegen im Zweifelsfall. So, dass wir zumindest ein riesiges Lager als Puffer haben, wenn irgendwie unten tatsächlich doch mal kein Bergbau stattfindet. Denn das könnte natürlich so als Backup etwas schwierig werden, wenn unten keine... Sachen mehr produziert werden. Wir müssen sowieso noch auf die Forschung warten. Wobei jetzt gerade langsam die Nacht kommt. Von daher vielleicht sollte ich das nicht machen. Zumindest nicht mitten in der Nacht. Aber ich könnte noch einen davon machen. Dafür habe ich natürlich keine Platten und Maschinenbauteile.
Eigentlich könnten wir hier auch noch ein paar mehr... Ah ne, die Maschinenbauteile. Ja. Das verbraucht sich auch nicht. Also die sammeln ja eigentlich sogar schon. Die Dinger könnte ich vielleicht nochmal automatisieren. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Wir machen erstmal ein bisschen Licht. Licht im Dunkeln. Ist ja alles uns viel zu duster hier. Sehr gut. Sieht hübsch aus. Die Forschung läuft auch. Die produzieren schon ordentlich Strom, möchte ich sagen. Vielleicht macht das Sinn, dass wir das jetzt direkt einmal umbauen. Damit ich unten auf jeden Fall, weil gefühlt produziere ich zu viel. Also ich produziere zumindest so viel, dass ich augenscheinlich oben auch viel mehr abrufen könnte. Und dann könnte ich natürlich ganz theoretisch... Also ich meine, da freue ich mich natürlich, dass das nicht so ist wie in Satisfactory, sondern dass die Stromproduktion doch relativ... einfach ist. Der läuft hier nämlich auch schon wieder voll. Ja, ich könnte viel mehr abrufen. Ist natürlich die Frage. Nee, doch, der könnte auch mehr transportieren. Ich glaube, dann rufe ich oben noch ein bisschen mehr ab. Und hänge da noch ein paar Plants dran. Man könnte sonst auch noch eine zweite Produktionslinie dranhängen. Das wird man dann sehen. Also offensichtlich ist ein Bergbauteil reicht für jede Menge. Von daher, ich mache hier mal einen kleinen Schnitt. Und werde das mal neu organisieren. Ja. Der ist schon vollgelaufen, ne? Oder produzieren die jetzt? Was braucht der denn überhaupt? Kann ich das... Was ist das Restbetrag? Also drei, das ist so ein bisschen schade, dass ich jetzt nicht sehe, wie viel braucht der. Sehe ich das sonst hier? Benötigt Treibstoff, ja. Verwendung 25. Aber wie viel Treibstoff? Wie viel Treibstoff benötigt der die Minute? Ich meine, tagsüber, die beiden springen an. Was bedeutet das jetzt für die Batterien? Dass die leer laufen? Oder sind die voll gespeichert? Sind die Batterien voll? Die sind voll. Also das ist eigentlich auch nur ein Backup. Eigentlich produzieren die beiden... Ich meine, am Ende produzieren ja nicht alle... So. Die zwei verbrauchen. Ah, 7, produzieren.
dachte, jeder produziert 7 Komma. Das scheint unten im Bergbau zu sein. Das scheinen die Drohnenarbeiter zu sein in dem... So, wir verbrauchen Energieverbrauch. Die Batterien sind voll. Aber produziert nicht jedes Kraftwerk 7,5? Läuft denn nur eins? Ne, es laufen beide, ne? Okay, dass ich die Energie nicht abrufe, ist ja meine Schuld. Der produziert Maximalleistung könnte, aber beide produzieren 3. Okay, dann reichen. Okay, offensichtlich produzieren wir zwei Stück produzieren offensichtlich enorm viel. Die Batterien sind voll. Das läuft langsam leer. Aber wir könnten noch, also ich vermute mal, dass wir noch mindestens 2 von den Dingern hier dranhängen können. Von den Zerkleinerern. Und dann könnten wir eigentlich irgendwo hier noch ein fettes Lager reinsetzen, aus denen sich die dann hier bedienen. Und der Überschuss geht dann hier in die Produktionslinie. Ich glaube, das machen wir mal eben. Ich mache hier mal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. So, also wir haben jetzt hier einen kleinen Speicher eingebaut. Der läuft auch so langsam voll. Ich habe festgestellt, 2 Zerteiler reichen. Ich war jetzt am Überlegen, ob ich nochmal runtergehe. Ich habe auch 3 Generatoren. Ob ich nicht einmal wieder runtergehe und noch einen zweiten Bergbau Dingens baue. Warte mal, habe ich nicht einen? Da ist ein Zug. Hatte ich nicht eigentlich eben noch ein Fahrzeugdepot? Gut, denn ich habe hier auch einmal Platz. Achso, ich wollte ja. Jetzt habe ich natürlich Fundament vergessen. Ja, ich habe ein bisschen vorgeguckt. Mit dem, das nächste Forschungslabor ist fertig. Wir werden auch gleich mal gucken. Forschungslabor Stufe 3 brauchen wir auf jeden Fall Platten, Maschinenteile und Komponenten. Mal sehen, was wir brauchen, um es dann gleich fertigzustellen. Jetzt hole ich mir erstmal noch ein paar Fundamente und will mal gucken, ob ich da unten noch einen zweiten Bohrer starten kann, damit wir noch ein ganz kleines bisschen mehr Brocken hier bekommen. Unter Umständen muss ich sogar noch einen zweiten Fahrstuhlschacht machen. Aber dürfte ja alles kein Problem sein. Das kann ich ja auch theoretisch zur nächsten Folge schon mal vorbereiten. Was ich jetzt machen wollte, ist auf jeden Fall gucken, ob, wenn ich einmal so ein Depot setze, ob es dann reicht, wenn ich die Zutaten zum Bergbauen da reinsetze, ob der sich dann tatsächlich alleine bohrt. Weil ich habe es ja jetzt das letzte Mal so gemacht, dass ich quasi... dass ich quasi alles... No Power. So, das könnten wir doch... Oh, ich sehe schon, das wird nicht reichen, ne? Oh doch. Wunderbar. Dann müsste ich ja hier theoretisch nur noch einmal das rein und das rein.
keine Gleise angeschlossen. Oh, ich wusste es. Einer. Einmal muss. Muss ich das jetzt einmal dann doch selber machen? Wie viel brauche ich denn dafür? Mal eins, zwei, drei. Gut, vielleicht war es doch nicht so schön einfach, dass ich das. Vielleicht muss ich doch drei hintereinander setzen. Okay, wir werden es mal sehen, ob das klappt. Ich werde hier nochmal ein bisschen weiter bohren. Wir sehen uns. Nö, wir sehen uns nicht. Das mache ich zur nächsten Folge, wenn dann. Ich dachte, es würde vielleicht einfacher funktionieren, wenn ich das hier reinsetze, dass der Bohrer. Aber der Bohrer braucht wahrscheinlich direkt schon mal. Irgendwie so eine Startfläche. Von wo er überhaupt. Aber vielleicht reicht einmal eine Schiene. Wir werden es das nächste Mal sehen. Ich werde das in der Zwischenzeit mal machen. Jetzt will ich auf jeden Fall noch das Forschungslabor bauen. Und sehen, was wir dafür brauchen. Und was wir dafür nicht brauchen. Das mit dem Fahrstuhl finde ich extrem praktisch, muss ich sagen. I really like it. So, wir werden jetzt das Labor bauen. Platten und Maschinenteile. Na, davon haben wir nun wirklich mehr als genug. Hier sind Platten. Und hier haben wir Maschinenteile. Jetzt bauen wir mal schön lecker Laborstufe 3. Und dann werden wir mal gucken, ob wir. Ja, Laborstufe 3, wunderbar. Da sind die Eingänge. Was brauchen wir? Stahlträger, elektrische Komponente und fortgeschrittene Maschinenteile. Na geil, das haben wir ja. Also das haben wir nun wirklich mehr als genug. Das haben wir. Das haben wir. War noch nur 200, ne? Und elektronische Komponente brauchen wir noch. Give me. Und dann ist das Laborstufe 3 auch schon fertig. Und dann gucken wir mal, was wir. Achso, 400. Für das Forschungspaket 3 brauchen. Wow. So, verstanden. Also für das Forschungspaket, warte mal, Forschungspaket Stufe 3 brauchen wir elektronische, fortgeschrittene. Ah, siehste, guck mal, dass ich das Ignum Brennstäbe. Einige nehmen einem. Ignum Brennstäbe. Brauche ich Brennstabgehäuse? Das wird aus fortgeschrittenen und Stahlträgern. Aha, aha, aha. Und Brennstab braucht Drahtspulen und angereicherte Ignum. Und dafür brauche ich Ignum und Stäbe und dafür brauche ich Erz. What the heck, Alter? Okay. Okay. Polymerplatten. Wo krieg ich denn jetzt. Und eine Leiterplatte. Wo krieg ich denn jetzt Polymerplatten her? Kann ich das. Oh Gott. So, gibt's da noch irgendwas, was ich mit Stufe 2 machen kann? Ah ja, schmelzen. Ich könnte das noch machen. Gehwege. Und dafür brauche ich dann nachher tatsächlich schon alles Stufe 3, ja?
Da brauche ich Stufe 3, Stufe 3, Rohrleitung, nice. Forschungslabor 4. Okay, also so ein paar Sachen kann ich nebenher noch erforschen. Okay, also dann brauchen wir irgendeinen Brennstäbe. Alter, das wird ja spannend. Da brauchen wir all das. Drahtspulen und angereichertes. Und dafür brauchen wir Ignumpulver und Technumstäbe. Und das Ignumpulver kriegen wir aus Ignumerz. Das brauchen wir wieder in Zerkleinerer. Das ist ja nett. Also ist vielleicht gar nicht die dümmste Idee. Das läuft voll. Die sind voll beschäftigt, oder? Mal gucken. Ja, die sind mäßig. Okay, also das eine, der eine Transportdings hier unten reicht schon. Ich muss tatsächlich noch ein zweites Förderband. Ja, dann brauche ich da unten ja auf jeden Fall einen zweiten Bohrer. Oh Gott. Weil das Förderband ist ja auch schon voll ausgelastet. Also das ist ja schon die ganze Zeit am Rumrotieren. Dann brauche ich ja noch eine zweite Spule nur für diese Brennstäbe. Gott. Das ist ja nun schon die ganze Zeit am Rotieren. Also schneller geht nicht. Jetzt kann man nicht mehr drauf gucken. Mist! Okay, ich werde das nochmal... genau, dann werden wir das nochmal setzen. Mit ein bisschen Platz dazwischen. So dass ich dann hier auch noch drauf gucken kann. Es läuft langsam leer. Also eigentlich könnten wir sogar noch mehr produzieren, aber viel mehr. Oder liegt das am Förderband? Ja, ich werde das auf jeden Fall bis zur nächsten Episode mal beobachten. Und ich denke, wir werden gucken, dass wir hier nochmal ein bisschen Platz schaffen. Und nochmal eine Produktionslinie nach oben kriegen. Also ich meine hier, der ist ja nun offensichtlich noch so... Okay, der ist relativ flott, ehrlich gesagt. Okay, da sitzt er schon. Okay. Da ist er schon. Also es ist noch eigentlich... Naja, die Hälfte hat er jetzt in der Zwischenzeit schon geschafft. Ist das natürlich... Jetzt müsste man natürlich wissen, wo hier aufhört, ne? Hört das denn irgendwann auf? Oder wie weit zieht sich diese Igniumader?
Okay, da ist Sand. Okay, gut. Also allzu viel haben wir hier nicht verpasst. Naja, wobei. Zieht sich das hier durch die ganze Erdschicht? Alter, okay, ich teste mal aus, wie weit wir jetzt theoretisch eigentlich noch hätten nach hinten gehen können. Oh, das ist ja... okay, vielleicht müssen wir es nachher auch einfach nur umdrehen. Oha, ja, okay. Ja, ich überlege gerade, ob ich da was für die nächste Folge schon mal vorbereite. Das, wahrscheinlich auf jeden Fall schon mal einen zweiten Bergbaustrang. Man könnte ja überlegen, ob dann... Eigentlich müsste ja theoretisch der dann hier rauskommen, ne? Ja, wobei mir das ja fast schon egal ist, wo der rauskommt. Ich könnte den theoretisch auch hier rauskommen lassen. Ja. Ja, 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 ja. Ja, also ich würde sagen, das nächste wird spannend. Das nächste wird verdammt spannend. Da die nächste Produktionskette zu starten, weil das wird hier ausgelastet sein. Scheint mir zumindest schon voll ausgelastet. Ich meine, hier sammelt es sich. Ein bisschen, ne? Also langsam. Die drei Dinger hier verbrauchen doch ganz gut. Weil die gar nicht laufen gerade. Dann sammelt sich das nicht? Doch. Also zwei pro... Zwei Zerkleinerer pro reichen. Von daher werde ich das da wahrscheinlich alles gleich wieder einmal wegnehmen. Und... Oder jetzt wegnehmen. Weil dass das da steht, macht gar keinen Sinn. Dann müssen wir mal schauen. Uff. Ja, ich bereite schon mal den zweiten Fahrstuhl vor für die nächste Episode. Diese ist lang genug. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!